Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Inazuma 11 Go Licht Part. Oh, dass ich das jemals sagen musste, daran habe ich lange Zeit nicht gedacht. Aber wie es aussieht, die letzten drei Spiele von Vladimirs und Gamers Turnier, ich glaube beides wird da hingeschrieben oder so, oder? Das ist wieder Deutsch. Da steht Turnier und sonst Fußballtour, ist keine Ahnung. Naja, aber die letzten drei Matches sind hier und ich habe auch fast vergessen, dass es ja noch goldene Truhen gibt. Und ich hoffe mal, dass es hier in diesen Touren, dass man da diesen Schlüssel bekommen kann, weil da muss ich noch nachsehen. Aber ich vermute mal, das ist heute der letzte Part. Offizielle letzte Part, sagen wir jetzt mal. Und ja, das ist die pure Wahrheit und so. Naja, aber im letzten Part habe ich ja gesagt, ich habe ja so ein Special Team. Naja, ich habe mir halt gedacht, nimmst wieder das Story Team hier nach dieser langen Zeit. Es ist nichts, es ist wirklich nichts Großes, aber trotzdem. Und ich habe unsere drei Mädels auch reingetut, die werden auch noch ihren Auftritt haben. Habe ich jetzt die ganzen Leute nicht ausgerüstet, die ich jetzt neu... Okay, naja, ist auch egal. Okay, dann geht's wenigstens zur Sache. Dann geht's wenigstens zur Sache im letzten Part. Nicht so welche leichten Teams. Die haben sicher was drauf. Na, hoffentlich schaffen wir den S-Rang. Wäre doch irgendwie doof. Und dieser Moschik. Irgendwie, welche Musik war denn das? Die finale Musik. Ja, Finale. Im Finale gab es ja zwei Musiks. Na, jetzt kommt sicher der Dragone-Dingsbus. Habe ich doch gesagt. Ich passe jetzt nach links. So, pop. Okay. Das haben wir wenigstens. Wie ich das gewusst habe. Naja. Aber doch schön zu sehen, dass das Spiel wenigstens mitdenkt. Es ist zwar unfair, das Kampfsystem, aber es denkt mit. Weil dieser Dragone, oder wie der auch heißt, der war ja direkt vor Airwearn. Ja, da war das Logischste, dass er jetzt einen Kampfgeist einsetzt. Naja, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Aber wirklich. Ich weiß nicht mehr. Dann spielen wir einfach weiter. So. Wahrscheinlich was irgendwas Wichtiges. Aber naja. Ich habe auch nichts Spezielles geplant auch für heute. Nur so zur Info. Vielleicht kriegen wir ja diesen Schlüssel für die Goldtruhen. Dann mache ich das auch noch schnell. Zeig, wo und was in dieser Truhe die sinken. Und heute gebe ich auch mein absolut Bestes, was Deutsch betrifft. Ja, da jetzt sitzt er den Kampfgeist an. Naja, aber ich kann mir vorstellen, dass wir das gewinnen, aber natürlich wird Lucia nicht mitgezählt für diesen Zweikampf. Ja, aber trotzdem, Airwearn ist einfach klasse. Und natürlich, Airwearn darf im letzten Part nicht fehlen. Aber wie gesagt, vielleicht kommt ja noch irgendetwas, wenn man wirklich 100%... Ich könnte mir vorstellen, dass irgendetwas kommt, wenn man wirklich 100% hat. Also da hat man ja so eine Checklist. Und wenn man da überall 100% hat, dann kann ich mir vorstellen, dass da irgendwas passiert. Aber ja, vielleicht auch, wenn man die Touren hat. Und wie die zwei Spieler einfach warten, bis er einen Kampfgeist einsetzt und dann einfach zusehen, wie er weiterrennen möchte und so. Aber natürlich hat er keine Chance gegen uns. Natürlich, so sieht's aus. Und Lucien, jetzt kommst du daher mit was? Wir sind im Typen Nachteil. Naja. Schauen wir mal, was jetzt los ist. Wir könnten deinen Kampfgeist einsetzen. Ja, das mache ich. Bevor wir da... Oder? Nein, ich setze erst einmal die ganzen Techniken ein. Oder? Oder? Ich weiß doch nicht. Naja, mal schauen. Vielleicht geht er ja rein. Oder nicht. Dann setze ich jetzt einfach mal die Kampfgeister ein, wollte ich sagen. Okay. Eugene, zeig mal, was du drauf hast. Ach, das wollte ich ansprechen. Mit diesem Track hier. Im Finale gab es ja zwei Tracks. Und der erste hat mir noch nicht so gut gefallen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war. Weil ich habe mir mittlerweile den Soundtrack schon ein paar Mal angehört. Und da gibt es jetzt eigentlich keine Tracks, die mir jetzt nicht gefallen, so gesehen. Und auch jetzt nicht wirklich so schlecht einstufe. Vielleicht war das ja so wie bei Double Wing.
Also, das hat man übrigens nur kurz gehört in diesem Spiel, also den Track Double Ring, nämlich beim Intro von der Arcade Arena. Also gegen Mirage da, dieses Dings da. Hat man es kurz gehört, da habe ich mich damals auch schon gewundert, wie der Track heißt, und ich habe es nicht gefunden. Und ja, als ich mir den Part da nochmal kurz angesehen habe, beziehungsweise da... Nein, das habe ich mir nicht angesehen, den Part, sondern das Intro habe ich mir angesehen. Da hat es Kling gemacht, weil ich eben jetzt den Track mittlerweile weiß. Das ist Double Ring. Den hört man im Anime. Und eben im Spiel nur bei diesem kleinen Intro. Und der hat mir auch am Anfang nicht so gefallen. Aber mittlerweile gefällt mir der richtig gut. Ne? Vielleicht ist das ja bei dem anderen Dingsbums jetzt auch so. Beim anderen Dingsbums, beim anderen Track. Gegen, wie heißt die Mannschaft? Wer war der erste Finalgegner? Da waren ja zwei Mannschaften. Ich weiß jetzt nicht. Los, erinnern wir uns zurück an jenes Spiel. An dieses Spiel. Hallo Lucian, du bist ein Mädel. Ja. Aber wirklich, wahrscheinlich wird sie es erst so wirklich realisieren, dass das der letzte Part ist. Wenn ein paar Wochen vergangen sind und ich das nicht mehr aufnehme. Naja, nicht mehr aufnehmen. Ich habe ja noch das eine oder andere Bonusvideo vor. So ist es nicht, aber wirklich so als Let's Play ist es ja heute zu Ende. Das ist irgendwie doch... Ja, das passiert gerade, aber ich realisiere es nicht. Naja, mir ist schon irgendwie bewusst, dass es der letzte Part ist, aber... Noch nicht zu 100%. Weil das... Wie lange hat dieses Let's Play mich verfolgt? Verfolgt, das klingt so negativ. Ich glaube, eigentlich sind es 8-9 Monate, ich weiß jetzt nicht. Entweder 8 Monate oder 9 Monate. Das ist verdammt lang. Und wenn man bedenkt, ich habe da eigentlich das immer wieder regelmäßig gebracht und kaum eine Pause gehabt dazwischen. Das ist schon, das hat was. Ja. Aber eigentlich kann ich da wieder ein bisschen über das Spiel reden. Naja, jetzt kommt das, das kommt jetzt, das passiert auch gerade. That just happened. Jetzt setzen wir einfach mal Pendragon ein, weil der sollte eigentlich besser sein als dieser König-Dingsbums. Naja, und als nächstes setzen wir... Was machst du da hinten? Was machst du da hinten? Bitte, komm zu... Lucian, warum musst du im Zweikampf sein, wollte ich sagen. Im Abseits. Eigentlich, warum hast du eigentlich Lippenstift? Warum hast du Lippenstift an? Naja, jetzt setzen wir das jetzt einfach mal ein, weil bevor ich irgendwie Zeit vergeude. Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass jetzt das hier mehr Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt habe ich nicht hingesehen. Jetzt kommen die schon wieder daher. Jetzt lasst mich doch mal. Virtuoso einfach. Jawohl, haha. Aber wer kriegt jetzt den Ball? War Lucian da vorne bei der Front? Na? Nee, jetzt bastelt so Victor ab. Warum denn? Und ich kann meinen Kampfgeist nicht einsetzen. Das ist natürlich toll. Und der andere Kampfgeist-Fuzzi, der schwattelt daher, als wäre der schnellste Spieler ever. Aber ich könnte abpassen nach links. Und das muss ich schnell machen. Okay, jetzt schieß aufs Tor. Komm schon, Lucian. Du hast den Ball. Naja, jetzt schauen wir mal, wer ist stärker von den Kampfgeistern. Ne? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Ne? Versteht ihr, brennend, der Bauer da, der hat ja so Feuer und so. Ja, ich bin lustig. Naja, mal schauen. Ja, gut. Ich hätte mich wieder aufgeregt, wenn es andersrum wäre. Aber ein Tor schaffen wir doch noch. Ein Tor, das schaffen wir noch. Besonders mit den zwei Kampfgeist-Fuzis da vorne von uns. Naja. Was sollte ich sagen? Sich irgendwas... Keine Ahnung. Ich vergesse immer so oft Sachen. Was Sachen. Naja. Aber ich kann jetzt mal wieder ein bisschen über das Spiel reden, was ich eigentlich in den Credits machen sollte. Aber ich habe da jetzt wenigstens ein bisschen mehr im Überblick. Naja. Ich habe eigentlich das schon einige Male angesprochen. Und das ist jetzt nur so zusammenfassend. Mein Resümee über dieses Spiel. Warum setzt du sowas ein? Jetzt machen wir einfach Inferno Hand.
Achso, dann sollten wir das eigentlich sowieso gewinnen, auch ohne Abblocken. Aber das nervt, dass er so welche Techniken einsetzt, dieser Spasti. Ja, und wir haben natürlich noch Verteidiger da hinten. Naja. Oh, schon geblockt. Also so stark ist unser lieber Gabi. Unser lieber Gabi. Gabi. Aha. Und? Jawohl, jawohl, jawohl. Komm schon. Hast du noch? Ja, das sollte das 15-0 sein. Ach ja. Naja, wenn er reingeht, dann spreche ich das danach ab. Danach, weil ich ja einen Cut mache. Oder ich kann alle Spiele zeigen und so. Wie er überhaupt nichts einsetzt. Hat er zu wenig Punkte dafür oder hat er gemeint, ich kann das auch so. Gut gemacht, Lucien. Jetzt wollte ich Lucien wieder streicheln, wie in Pokémon Ami. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich bei Lucien das Bedürfnis, ihn zu knuddeln. Ist doch so niedlich. Naja. Aber wie gesagt, ich werde jetzt schneiden bis zum Ende. Und wehe, es passiert noch irgendwas während dieser Zeit. Und jetzt passen sie herum. Okay, okay. Sie möchten es wissen. Natürlich zum Kampfgeist für die. Das war ihre Technik. Aber keine ist stärker als Airworm. So, Dala, die haben wir auch hinter uns gebracht. Wer wird der letzte Gegner in Wladimirs Fußballtour sein? Wer wird es sein? Wer wird es sein? Das ist jetzt spannend. Und gewonnen, Geweg, ich möchte nicht so lange dich betrachten. Gewonnen, Schild, genau. Okay, okay. Wer wartet auf uns? Im Prinzip müsste es besser sein als dieses Team jetzt hier. Also, ja, vom Logo recht simpel schaut's aus. Inazuma-Auswahl. Okay, okay. Mal schauen. Und natürlich wieder mit dem Team. Nicht, ja, so. Eigentlich könnte ich ja mal hin und her wechseln. Das mache ich dann im Anschluss. Naja. Wer ist denn? Okay. Ah, schon wieder dieser Zinkwitier. Nicht Zinkwitier. Wie heißt du? Grandwin? Keine Ahnung. Ja, Zinkwitier heißt er auch, weil er ja der Sohn ist von diesem Zinkwitier. Zinkwitier. Habe ich schon Zinkwitier gesagt? Ah ja. Aber warum diesen Torwart? Der ist nervig. Naja, einfach nach vorne und auf Sorschüsse vielleicht? Ja. Da seht ihr, normalerweise würde ich so einen Zweikampf verlieren. Also, wenn ich jetzt nicht geschossen hätte. Aber, ja, wenn ich gleich schieße, dann schaut es nicht so aus. Naja, meistens nicht so aus. Naja, jetzt. Ich wollte doch über das Spiel reden. Generell über das Let's Play, das gehört sich ja im letzten Part, oder? Das ist doch perfekt. Ich kann jetzt hier sowas besprechen, ne? Naja, aber eigentlich habe ich. Ja. Fang einfach über das Spiel an und dann über das Let's Play. Alter, bist du doof oder was? Oder das könnte doch hilfreich sein, wenn er jetzt schon einsetzt. Komm schon, jetzt schauen wir mal, dass er seine ganzen Punkte verbraucht. Schießen einfach aufs Tor los. Jo, Schattenschlag. Oh, das ist schon 2K. 2X, nicht 2K. Irgendwie schaut das immer so aus wie ein K. Naja. Wie gesagt, ich liebe diese Serie. Also diese Serie. Ich habe noch nicht so viele Spiele von dieser Serie gezockt. Eben nur Licht und Schatten. Aber dieses Spiel, ich liebe das Spiel. Auch wenn es sich jetzt die letzte Zeit immer so angehört hat, dass ich es nicht so liebe. Aber das ist ein anderer Grund. Es ist nur ein Punkt, der mich wirklich nervt an diesem Spiel. Aber das ist einfach nur so genial gemacht. Auch die Charaktere, die Story hat mich auch richtig yay, richtig yayed. Und ja, die Stärken sind sicher die Spieler und dass man auch so viele Spieler anwerben kann und so eine Auswahl hat, seine Teams zu gestalten. Da kann man im Prinzip 4 Teams gleichzeitig benutzen. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt diese Technik eingesetzt habe. Habe ich mir gehofft, dass es das durchgeht oder was? Naja, aber jetzt hat er zu wenig Punkte mehr, ne? Das wollte ich eigentlich. Naja. Nur, wie gesagt, was mich wirklich extrem nervt an diesem Spiel, ist das Kampfsystem, das unfaire Kampfsystem. Da habe ich jetzt schon genügend Zeit investiert in Kämpfe und sowas, dass ich sagen kann, dass das unfair ist und nicht, dass ich schlecht bin und dass es nur eine Ausrede ist oder sowas. Das ist einfach so. Das sieht man auch immer wieder, dass das unfair ist. Und ja, eigentlich den Gegensatz hat man nicht so gesehen in diesem Let's Play hier. Nämlich, als ich dagegen die eine Finsternis da angetreten bin.
Da habt ihr ja nicht meine Fehlversuche gesehen. Meine Anfänge so gesehen. Und da war es wirklich, ich habe wirklich jeden Zweikampf verloren. Das, da gab es keine Ausnahme. Und das nervt mich da eben so dran. Dass umgekehrt, wenn der Gegner angreift oder verteidigt, dass er da gegen mich mehr Zweikämpfe gewinnt, egal welches Level und so. Aber wenn es andersrum ist, wenn ich so gesehen im Nachteil bin vom Level und von den Werten und alles drum und dran, dann gehe ich grundlos. Dann stampfen die mich in Grund und Boden. So sieht's aus. Und das nervt mich. Und ja, das habe ich ja auch angesprochen. Ich möchte, wenn ich da so wirklich so viel Zeit investiere in dieses Spiel, möchte ich auch belohnt werden. Und das fühlt sich nicht so an, wenn ich dauernd verliere und so, gegen so Level 50, dass ich da immer wieder Zweikämpfe verliere. Da fühle ich mich wirklich verarscht. Und das nervt mich so am Kampfsystem. Und jetzt setzt mal Kampfgeist ein, Lucien. Ein Tor möchte ich noch schießen. Obwohl, Kampfgeist, kann ich mir vorstellen, das braucht jetzt so lange, dass jetzt gleich die Pause anschlägt. Naja, dann gibt sich halt Erwin die Mühe, aber du hast keine Punkte mehr übrig. Ich hätte das wirklich nicht einsetzen sollen, das vorher. Naja, ja, aber wenigstens hast du deinen Kampfgeist nicht mehr, das sehe ich doch gerne. Auch wenn es 0-0 steht, gebe ich noch nicht auf und habe es auch noch nicht aufgegeben. Naja, aber wie gesagt, das ist wirklich ein großer Minuspunkt, was diese Serie betrifft. Beziehungsweise dieses Spiel vielleicht, ist ja bei den anderen Spielen anders. Anders. Aber, ja. Ein anderer Punkt, der mich doch gestört hat, war auch in der Story da, dass es manchmal wirklich unlogisch war. Das Paradebeispiel war gegen Kirkwood. Oder wie habe ich es ausgesprochen? Quickwood habe ich es immer ausgesprochen. Da war die eine Szene mit Ryoma. Natürlich verlierst du gerade den. Wahrscheinlich hat das Boss, wer hat meinen Namen gesagt und hat voll Hoppla getut. Und da hat er seinen Kampfgeist eingesetzt. Als er am Ball war, so gesehen. Man musste zu Ryoma hinpassen und dann hat er den Kampfgeist eingesetzt. Und ja, dann, wenn es wieder losging, dann hat der Gegner auf einmal den Ball gehabt. Das war irgendwie so unlogisch. Warum? Und das war nicht das einzige unlogische Zeugs. Ja, das hat wirklich so gewirkt, dass es sich an den Anime halten möchte. Mann ey, das ist nervig. Ja, Sturmball. Wenigstens hat er nicht den Zweikampf gewonnen. Aber jetzt muss ich wirklich, mich wirklich beeilen. Der hat noch Techniken übrig. Das ist nicht so gut. Mal schauen, da muss ich es halt wieder nachholen. Und ja, das hätte man auch besser machen können. Und was noch nervt, das, da kann man hinübersehen über das unlogische Zeug in der Story. Aber was auch noch ziemlich nervig ist und ziemlich blöd vom Spiel, dass die Entwickler einen so gesehen zwingen, beide Spiele zu holen und zu verbinden, weil dafür. Da verpasst man einiges, wenn man das nicht tut. Und das ist natürlich. Ja. Bei mir ist das kein Problem gewesen, weil ich habe ja 2 3DS und alle beide Spiele geholt, weil das tue ich sowieso. Immer die Spiele holen, alle Spiele so gesehen bei Pokémon. Weil ich es einfach unterstützen möchte. Aber wenn man eine dann zwingt. Das ist wirklich scheiße. Das sind die negativen Punkte, die ich an diesem Spiel habe. Aber trotzdem finde ich es geil. Die anderen, die positiven Punkte sind, die sind doch hervorzuheben. Und ja, auch wenn die anderen Punkte nerven, ist es jetzt nicht so ein schlechtes Spiel. Auch wenn das Kampfsystem wirklich extrem nervt. Und ich schaff das nicht, das sehe ich jetzt schon. Komm schon, Victor, schieß aufs Tor. Du musst jetzt alles reinmachen. Ja, das war voll in der Melodie drinnen. Jetzt machen wir einfach mal das hier. Und ja, jetzt über das Let's Play. Ja, das ist mit Abstand
das erfolgreichste Let's Play hier bei meinem Kanal. Von den Zuschauerzahlen, von der Wiedergabezeit und ich habe auch so viele Zuschauer gewonnen wegen diesem Let's Play hier. Das freut mich natürlich auch, weil das Spiel hat es trotzdem verdient, auch wenn es wirklich, ich würde sagen, zwei gravierende Negativpunkte hat das Spiel. Naja, aber da bin ich eben jetzt auch gespannt auf die Vorgänger. Kommt ja jetzt gleich einmal in Anschluss. Jetzt mache ich eine kurze Pause, wenn ich nach diesem Part, also ein paar Tage Pause. Und dann let's play ich ja das erste Spiel von dieser Serie, Inazuma Eleven. Und da bin ich wirklich gespannt darauf. Nicht nur auf die Story und so und die neuen Charaktere, die neuen alten Charaktere, sondern auch so Grafik oder wie das Kampfsystem so ist. Ob das immer noch so unfair ist oder ob das jetzt wegen den Kampfgeistern irgendwie so nur. Obwohl, naja, mal schauen, weil die Kampfgeister wurden ja hier eingeführt in diesem Spiel und ja, wie gesagt, das werde ich jetzt nicht mehr schaffen mit Nessa. Nee, oder? Vielleicht geht er ja rein. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Das wird noch sehr knapp. Das wird wirklich noch sehr knapp, oder? Nein, ich hätte gedacht, jetzt habe ich das 4:0 geschossen. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Es geht von der Zeit nicht mehr. Aber es war wirklich ein schönes Let's Play. Auch von der Wichtigkeit so gesehen. Also, weil ich ja so viele Zuschauer gewonnen habe und dass das mit Abstand, wenn ich mir die Zahlen anschaue, dass das wirklich ganz vorne liegt. Wenn ich da mir die Top 10 Videos anschaue, mal von den Aufrufen her, sind das nur Inazuma Eleven Videos. Wenn ich von der Wiedergabezeit, wenn ich mir das anschaue, was ich eigentlich als wichtiger empfinde, ja, da ist meistens. Ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt das nicht so im Kopf, aber ich würde sagen, 8 von 10 Videos sind Inazuma Eleven Parts. Ja, das ist wirklich, kann sich sehen lassen. Und ja, da habe ich eh mit Gameplay Otaku darüber geredet. Eigentlich nicht geredet, sondern geschrieben darüber. Dass es hier auf YouTube eigentlich noch ziemlich wenig Inazuma Eleven Let's Player gibt. Was eigentlich schade ist, weil die Serie ist doch. Also, was ich hier gesehen habe vom Spiel, ich sage immer die Serie, obwohl ich nur dieses Spiel hier gespielt habe, das ist eigentlich doch ziemlich schade, dass das nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Na, eigentlich habe ich gedacht, jetzt kommt noch ein Match hier. Aber ich hole das jetzt kurz nach und dann schauen wir uns an, was hier in den Truhen sich befinden tut. Vielleicht schon dieser goldene Schlüssel oder wie der auch heißt für die goldenen Truhen. Naja, aber Gott. Oh, endlich. Endlich habe ich hinter mir die blöden Gegner da. Das war auch wieder so eine nervige Partie mit Kampfgeist über Kampfgeist über Kampfgeist über Kampfgeist über Kampfgeist über Kampfgeist. Das ist lustig. Nicht. Ja. Das habe ich ja schon vorher angesprochen. Das Kampfsystem kann schon ein bisschen nerven. Das Konzept ist wirklich super. Es macht wirklich Spaß, das Kampfsystem trotzdem. Trotz diesen ganzen Punkten da, die dagegen sprechen. Und die nicht so gut umgesetzt sind. Finde ich halt. Weil das ist, nervt mich. Für mich als Spieler jetzt schon. Mit den ganzen Kampfgeistern und. Nee. Sable. Da haben wir einen neuen Trainer. Und da. Tachyon. Tach, wie geht's denn euch? Okay, dann muss ich hoffen, dass dieser Schlüssel in Gamers Dingsbums ist. Ja, das wird dann auch das letzte Match für heute sein. Ja, nicht nur für heute. Für immer. Für immer. Mann, nein. Weil Online-Kämpfe geht ja nicht. Warum auch immer. Habe ich jetzt gesagt, wir gehen zu Gamer? Nee, natürlich nicht zu Vladimir, der hoffentlich seinen Auftritt im nächsten Spiel hat. Weil das wäre ja irgendwie doofig. Und eigentlich wollte ich auch ein anderes Trikot hier nehmen oder so. Aber naja, jetzt habe ich eine andere Aufstellung. Bei der bleibe ich jetzt einfach. Und jetzt kommen mal die Mädels rein. Statt dir. Ja, du kannst da bleiben. Und natürlich musst du auch noch rein. Du kannst auch rein.
Das Traumduo möchte ich eigentlich nicht zerstören da hinten. Mit den beiden hier. Warum das kein Fanfiction ist? Gabi und Aitor. Habe ich ja im letzten Part gesagt. Nein, im vorletzten Part. Das, ja. Ich habe nach Bildern gesucht von Inazuma Eleven. Und ja, da habe ich leider ein paar Fanfiction gesehen. Naja, aber nicht so arg. Aber trotzdem. Die Goldblitzer sind die Letzten. Die Letzten. Wahrscheinlich sind die jetzt voll schwach. Da wäre ein stärkeres Team wie eben jenes besser geeignet. Ne? Und dann mit dieser Musik. Dann mit dieser Musik. Och, und das sind die Lightnings. Och, hallo. Jetzt sind wir Gegner. Und was ist das für Trikot? Okay. Aber wir spielen gegen die Lightnings. Das letzte Match gegen die Lightnings. Ist das nicht toll? Und ich weiß, dass ich nichts weiß. Naja, die sollten eigentlich nicht so viel Kampfgeister haben. Also sollte es eigentlich relativ einfach gehen. Irgendwie antiklimatisch dieses Match jetzt. Naja, egal. Schieß einfach drauf los, Kaiser. Du hast eigentlich auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen von mir, so gesehen, im Spiel. Ich kann mich halt nicht erinnern daran. Sorry. Naja, aber der geht rein. Und das wird wahrscheinlich sehr schnell gehen. Aber warum man hier den Schlüssel bekommen soll, obwohl, steht ja noch nicht fest, dass man hier den Schlüssel bekommt. Oder ich habe irgendwie eine Truhe in den anderen Touren vergessen. Ha, Truhen, Tourenfahrer steht hier. Naja. Ach man. Ach man. Aber ich vermisse schon ein bisschen. Auch wenn ich es noch nicht so ganz realisiert habe, dass es jetzt wirklich zu Ende ist. Nach den ganzen Monaten da. Hoppla, natürlich. Nee. Aber trotzdem. Trotzdem. Man fühlt schon was. Man fühlt schon was. Nach dieser ganzen Zeit und das dann Abschied heißen tut. Genauso, aber wirklich genauso, als würde dein eigenes Kind endlich erwachsen werden und von zu Hause ausziehen. Genau dieses Gefühl habe ich gerade, weil ich habe ja schon so viele Kinder in meinem Leben gehabt, also weiß ich auch, wie sich das anfühlt. Und ich übertreibe auch überhaupt nicht mit diesem Vergleich. Ja, genau so ist es. Und eigentlich hätte ich ins Mikro schauen sollen. Na, aber zum Mikro hinwenden, während ich das gesagt habe. Weil diese Tonqualität ist wahrscheinlich schlechter als diese, oder? Naja, ich sag's ja nur. Egal. Wir führen schon 2-0. Das geht ja relativ einfach. Aber ich wollte irgendwie mit Wladimir beenden. Mit Wladimir. Mit Wladimir. Das Wladimir. Ja, das habe ich schon letztens gedacht, aber ich bin trotzdem so cool und so toll und so lustig. Oh, und ich habe Hunger. Ich muss dann auch was zum Essen machen. Ja. Eigentlich kann ich über das Thema reden, was mir letzten Part ja nicht einfallen wollte. Aber das kann ich jetzt kurz ansprechen. Na gut. Naja, es geht wieder um Studium, um das Lehramtsstudium. Da habe ich letztes Studium. Nicht Stadion, sondern Studium. Ja, habe ich ja. Natürlich hältst du das wieder. Ja, gestern habe ich eigentlich die letzte Veranstaltung gehabt vom Beruf Lehrer, was ich eigentlich. Das einzige, was ich jetzt besucht habe. Und da haben wir eigentlich eh was sehr Interessantes gemacht und gelernt. Das ist immer so, was? Das ist. Natürlich wieder Hoppla. Und jetzt kommt was Neues rein. Was Neues. Das verdient gar keinen Namen. Naja, wo war ich? Ja, das glaubt man gar nicht, wenn man das hört. Dass das wirklich so ist. Aber ja, um was geht's? Den Namen, den weiß ich jetzt gerade nicht, wie die Frau da heißt. Aber es gibt dann also so eine Frau in Verbindung mit Cool. Kooperatives offenes Lernen heißt es. Geh da rein, ja. Da geht's eben darum, so gesehen, eine neue Form von Unterricht. Obwohl Unterricht ist es dann auch nicht mehr so, wie man es halt kennt. Was kennt man vom Unterricht? Frontalunterricht. Also Lehrer steht vorne und bla 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 bla. Und vielleicht einmal lesen die Schüler vor, voll innovativ. Aber bei diesem Cool geht es darum, dass
die Schüler sich eher, also dass die Schüler sich das Wissen aneignen, so durch Arbeitsaufträge und so. Und am besten ihr schaut euch da so Videos an über cool. Das werde ich auch in die Beschreibung packen, irgend so ein Video. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch noch mehr Videos ansehen. Und ja, über dieses cool. Aber das ist wirklich interessant, weil da ja anscheinend, wie es ausschaut, funktioniert das auch bei einer Schule, dieses Konzept, weil da sind die Lehrer dann eher so Berater oder halt Leute, zu denen man dann hingehen kann, wenn man nicht weiter weiß oder sowas. Oder da gab es auch eben jene Frau, das ist irgend so eine Direktorin, die haben auch so gesehen neue Fächer eingeführt, wo die Schüler dann mehr Verantwortung übernehmen. So ein Projekt, das sie selber zum Beispiel, das geht natürlich nicht mit den Kleinen, aber so Oberstufe hat anscheinend auch funktioniert, dass die Schüler selber den Ausflug planen oder sowas und auch das Organisieren und alles. Das ist natürlich doch sehr viel Verantwortung, aber anscheinend funktioniert auch, wenn man den Schülern das Vertrauen gibt, dass sie das schaffen. Das ist wirklich interessant, aber wie gesagt, ich kann das jetzt nicht alles zusammenfassen oder was da alles, was dieses Programm so gesehen beinhaltet. Das kann ich jetzt nicht, am besten ihr schaut euch die Videos wirklich an. Da wird wirklich alles, wirklich, wirklich alles beschrieben und so. Ja, beschrieben nicht, aber gesagt. Und das fördert halt eben Verantwortung, dass die Schüler mehr Verantwortung übernehmen und auch das selber Aneignen vom Wissen. Das ist auch immer so Gruppenarbeit. Da fördert man auch das Teamwork so gesehen. Was auch, was ich übrigens vor ein paar Tagen in der Zeitung auch gelesen habe, das ist mehr heute gefragt in dieser Welt. Nicht das ganze Fachwissen, dass man das weiß, sondern so Teamwork und dass man auch Probleme lösen kann. Das alles wird durch diese Form gefördert. Das ist eigentlich eh sehr interessant. Und was man da so gehört hat von den Schülern, die finden das auch viel interessanter und die Schule dann nicht mehr so langweilig. Aber ich glaube, an dieser einen Schule ist das so, dass ein Drittel so gesehen so für dieses Cool-Programm verwendet wird. Also wenn in Deutsch, wenn man da 3 Stunden pro Woche hat, dann nimmt man halt so gesehen 1 Stunde weg vom... Ich glaube, normalerweise in den anderen Stunden ist ein normaler Unterricht. Jetzt nicht so, wo die Schüler sich das aneignen und alles drum und dran, sondern eher normal. Also jetzt auch nicht immer Frontalunterricht, aber so. Aber trotzdem, dass immer so gesehen 1 Drittel hergenommen wird, dass die Schüler das für dieses Cool-Projekt hier. Ja. Habe ich halt so verstanden. Aber wie gesagt, schaut euch das am besten selber an, wenn euch das interessiert. Aber es klingt wirklich interessant. Und auch anders. Kann mir auch vorstellen, dass das sicher viel spannender ist und auch viel interessanter für die Schüler und auch für die Lehrer. Weil da wird dann mehr auf den Schüler eingegangen und nicht so, ja, ihr seid Schüler, ihr müsst es lernen, was ich da jetzt herumplapper. Ja, da ist dann eine engere Beziehung zwischen den Schülern und den Lehrern. Was mir natürlich auch gefällt, weil um das geht's mir eher beim Lehrerberuf. Um das Erzieherische, dass ich mich um die Kinder kümmere. Ja, naja, ist egal. Jetzt habe ich da wieder ein bisschen herumgeplappert. Ich packe alles in die Beschreibung, dass ihr selber nachsehen könnt. Aber ja, das wollte ich halt mal angesprochen haben, weil das ziemlich interessant klingt. Naja, aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Yay. Das letzte Match ist vorbei. Wahrscheinlich das letzte Match. Es sei denn, jetzt kommt noch irgendwas. Aber das glaube ich nicht.
Ach ja, ach ja, ach ja. Genießt den Sieg, noch einen wird's nämlich für euch nicht geben, ja? Ihr Goldblitzer, ihr Lightning Split, Handschuhe, juhu. Und? Ist jetzt irgendwas? Nee. Aber schauen wir mal, hoffentlich ist da der Schlüssel drin, dann muss ich, sonst muss ich jetzt nachsehen. Weil, das gehört ja auch noch dazu, die Truhen. Die Truhen, oder das ist irgendwie so Download und man kann's noch nicht. Obwohl... Ja, da haben wir den. Die letzte Truhe, da habe ich wirklich schon. Na, kommt jetzt. Dann würde ich sagen, jetzt besuche ich noch alle Orte, wo man die Truhen finden tut. Und ja, dann sehen wir uns an einem bestimmten Ort wieder. So, die erste Truhe war ja hier. Das hat mich ja relativ überrascht hier. Ja. Und was befindet sich hier drinnen? Himmelshand, V, das Kamehameha-Dingsbums-Attacke. Ja. So, diesmal befinden wir uns in Ricardos Zimmer. Ja, das ist alles sein Zimmer. Sein Zimmer. Ja, da war's doch. Da war's doch. Ich hab's nicht nachgesehen. Das kann ich mich noch erinnern tun. An das. Ja. Irgendwie schaut euch mal die Villa an und dann da diesen Dachboden. Wie so ein normales aus. Normaler Dachboden. Aber das andere alles Villa voll prachtvoll. Schauen wir mal in Ricardos Zimmer, wenn wir schon hier sind. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Ach ja, die schöne, traurige Musik von Ricardo. Ricardos Verzweiflung heißt der Track, glaube ich. Ja. Und da unser Pokal wahrscheinlich. Oder vom letzten Jahr. Naja, da sind sie ja Zweite geworden. Ich habe nichts gesagt. Fußball und Schuhe. So, Dala, wenn ich mich nicht irre, ist hier auch noch eine Truhe. Ja, gleich den ersten Gang habe ich geschafft. Anleitung. Richter? Richter? Das schauen wir jetzt mal an. Da, Richter! Was ist mit dem Richter? Nicht dahin, sondern dahin. Erzpegasus wechseln wir natürlich nicht aus, aber was ist denn der Richter? Ein Verteidiger. Schade, dass wir den jetzt erst... Okay. Aber trotzdem. Richter haben wir jetzt. Ist das nicht toll? Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern an eine andere Truhe. Wenn ich irgendwas verpasst habe, schneide ich es jetzt dann im Anschluss rein, bevor es dann weitergeht. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir zum besonderen Ort. Oder Wasser war nix, Neon war nix. Nee, ich glaube nix. Aber wie gesagt, wenn ich was verpasst habe, füge ich es jetzt ein. So, jetzt war es lange genug ruhig, aber ich wollte doch wohin gehen. Ach ja, wo glaubten ihr denn? Ihr habt alles angefangen, das war so schön. Ach, da, ich kann mich noch gut erinnern an diese Szene hier. Wir waren da war noch Silvia. Wir sind da herumgegangen, wo ist dieses kleine Mädchen, ist das nicht mehr da? Das hat sich wahrscheinlich jetzt schon verändert alles. Ach ja, das kleine Mädchen hier war die erste Person, mit der ich geredet habe. Naja, aber... Das, wie gesagt... Ich werde es erst wahrscheinlich einige Zeit später erst realisieren, dass jetzt wirklich vorbei ist. Weil... 7, 8 oder war es 9 Monate? Nee, 7, 8 Monate hat das Projekt mich begleitet. Das war einfach so schon so alltäglich für mich, dieses Projekt. Und es fühlt sich immer noch so an, dass ja, übermorgen, dann nehme ich jetzt den nächsten Part auf, aber nein, das ist jetzt das Ende und das ist. Ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich erst später realisiert bei mir. Das ist, nee, jetzt, das war's schon. Das war's schon nach der ganzen Zeit. Aber, ja. Aber das ist, ich weiß nicht, was ich das sagen soll. Es ist wirklich immer so ein komisches Gefühl, wenn so ein Projekt zu Ende geht. Besonders dann so ein Projekt, das ist so lange... gelaufen ist.
Ach ja, wo ist denn der alte Opa? Der ist auch nicht mehr da. Naja, du da, bist du der, der in Silvia verknallt ist? Rechts, links, wow, ich bin fit genug, hey, nein. Ah doch, der hat irgendwas mit Silvia gesagt. Ach ja, gehen wir in Erwins Zimmer. Und hallo, Spotter. Na, verschlafen wie eh und je, und das hat voll falsch ausgesehen gerade. Naja. Ach ja, mit Ocho, meinen zweiten Erwin. So gesehen, kann man schon sehen. Ach ja, hier ist ein... Was sind das eigentlich? Ist das das Raimon-Trikot? Schaut nicht so aus. Und Schuhe sind da. Warum haben wir da Schuhe eigentlich an? Wenn da die Hausschuhe sind und wir reden jetzt einfach hier mit Schuhen rein? Naja, ist auch egal. Und hier kann man... Ja, da ist da... Ach ja, schade, dass wir uns nicht so hinsetzen können wie in Pokémon. Naja, aber... Ich würde sagen... Das war's, Leute. Das war's. Zum letzten Mal heißt es jetzt auf Wiedersehen. Obwohl, nach dieser langen Pause, und das werde ich nicht rausschneiden, auf Wiedersehen eben nicht mehr. Einfach tschüss. Das war's. Das war der letzte Part von Inazuma Eleven Go Licht. Ja, ein wunderschönes Projekt geht zu Ende. Schade. Schade. Aber die nächsten Projekte warten. Die nächsten Projekte warten schon. Der erste Teil und auch in gut 2 Monaten der Nachfolger von diesem Spiel. Also freut euch drauf. Das war's nicht mit Inazuma Eleven, aber mit diesem Projekt, mit diesem Spiel leider. Ja, jetzt sage ich es richtig, nicht auf Wiedersehen, weil auf Wiedersehen würde ja bedeuten, ich mache noch einen Part. Oder ich habe irgendwas vergessen. Da mache ich trotzdem einen Part, aber das bringe ich dann als Bonus, also gibt's keinen Auf Wiedersehen mehr. Ja, Leute, tschüss, habt einen schönen Tag. Thank you.